Um Geschichte zu schreiben, muss man wahrlich ein Übermensch sein. Der Autor, der bei diesem großen Werk die Feder führt, darf sich nicht von persönlichen Interessen und Eitelkeiten ablenken lassen. Europa befreit sich langsam aus den Klauen des finsteren Mittelalters. Der hundertjährige Krieg nähert sich dem Ende. Die großen asiatischen Nationen, China und Japan, schließen ihre Grenzen für den Rest der Welt. Überall auf der Welt wächst das Chaos. Große Visionäre und Staatsmänner bringen neue Hoffnung für die Welt, die nur langsam aus ihrem Albtraum erwacht. Das Christentum wird von innen zerfleischt. Politik und Religion arbeiten Hand in Hand und stürzen die Welt in unzählige Bürger- und Glaubenskriege. Die blutverschmierten Stiefel der europäischen Entdecker beflecken den jungfräulichen Boden der neuen Welt. Eine Ära, in der Philosophie und Wissenschaft blühen, genau wie Inquisition und Verfolgung. Die Mächtigen gründen und vernichten Nationen, wie es ihnen gefällt. Für die einen sind sie Helden, für die anderen Tyrannen. Es ist eine Zeit, in der sich nahezu alles aus zwei Gründen rechtfertigen lässt: persönlichem Profit und dem Ruhm Gottes. Es ist eine Zeit der Erleuchtung. Es ist Europas finsterste Stunde.